Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Du Tom, vor kurzem bin ich gefragt worden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Messverfahren Radar und geführtem Radar? Ah, die Frage kenne ich. Ich erkläre das immer im Unterschied zwischen dem schnurlosen Telefon und Telefon mit Kabel. Beim schnurlosen Telefon werden die Informationen über Funk gesendet, über elektromagnetische Welle. Das ist das gleiche Prinzip wie beim freistrahlenden Radar. Im Gegensatz dazu beim geführten Radar, da wird die elektromagnetische Welle an einem Seil oder einem Stab entlang gesendet. Genau wie beim Kabeltelefon, das man früher oft eingesetzt hat. Hier laufen die Informationen in dem Kabel entlang. Okay, das ist die Funktionsweise. Aber was ist jetzt der große Unterschied zwischen den beiden Messverfahren? Also beim geführten Radar ist es ja so, dass dieses Seil oder der Stab im Medium selber ist und es sich hier Anhaftungen bilden können. Das misst der Sensor und dadurch kann es zu Abweichungen kommen. Dann bei sehr rauen Anwendungen wie Schüttgutanwendungen, wenn da Kies oder irgendwas drum ist, kann dieses Stab oder das Seil beschädigt werden oder kaputt gehen, was die Messung beeinflusst. Und wenn der Tank sehr hoch ist, muss das Seil entsprechend lang sein, was beim Einbau manchmal Schwierigkeiten gibt. Okay, das klingt jetzt aber weniger gut. Wäre es jetzt nicht besser, man würde immer das berührungslose Messverfahren verwenden, weil dann hat man ja keinen Stab oder Seil? Naja, bei vielen Messungen stimmt das, aber manche Messungen werden auch erst durch das geführte Radar ermöglicht. Zum Beispiel bei einer Messung im Bypass. Mit dem berührungslosen Radar hätten wir viel zu viele Störechos von Schweißnähten und den Verbindungsrohren. Auch eine Trennschichtmessung ist nur mit dem geführten Radar möglich. In der Animation sieht man, wie zuerst ein Teil des Signals und danach der Rest des Signals reflektiert wird. So, wir sehen jetzt, je nach Anwendung passt das eine oder das andere Messverfahren. Wenn ihr euch unsicher seid, dann meldet euch bei uns, wir schauen uns eure Situation an und dann beraten wir euch gerne. So, das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal.